Auch wenn man eher selten den Eindruck hat, deutsche Politiker haben auf deutsche Politik großen Einfluss, heute beginnen wir mit deutscher Innenpolitik. Am Donnerstag, heute, stellt sich Rainer Haselhoff zur Wahl als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Koalition CDU, SPD und FDP. Die ARD gab eine Wahlarena. Unionskanzlerkandidat Laschet gab sich verbindend. Die AfD soll von unbekannten Spendern eine Plakatkampagne in Millionenhöhe finanziert bekommen haben. Das berichten mehrere Medien. Die Partei soll als Direktkunde geführt worden sein. Sie bestreitet. Nach dem Gerichtsbeschluss, wonach Plakate des Dritten Wegs in Zwickau hängen bleiben dürfen, mehrt sich Kritik. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Wanderwitz spricht von einem eindeutigen Aufruf zu Gewalt und Mord. Auf den Plakaten steht: Hängt die Grünen. Die Parteien kämpfen um die Stimmen für die Bundestagswahl am 26. September. Die Kurznachrichten für den 16. September 2021, ein Donnerstag. Eine Voraussage wagt auf SNA-Konfliktforscher Herfried Münkler. Mit der Niederlage in Afghanistan will US-Präsident Joe Biden auch eine Ära großer Militäroperationen zur Umgestaltung anderer Länder beenden. War das nicht eigentlich schon ein Ziel von Donald Trump? Damit werde auch die Vorstellung einer einheitlichen Weltordnung verschwinden. Französische Streitkräfte haben den Anführer des Islamischen Staates in der Sahelzone getötet. Das teilte Frankreichs Präsident Macron auf Twitter mit. Die Tötung oder Abschlachtung wurde als Neutralisierung bezeichnet. In zeitlicher Nähe traf er sich mit Angela Merkel zum Arbeitsessen im Élysée-Palast. Neutralisierung von Lebensmitteln. 250 internationale Beobachter sollen die Duma-Wahl in Russland überwachen. Die Bundesregierung zeigt sich besorgt über russische Militärakteure in Mali. Moskau weist die Vorwürfe zurück. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert nach dem chaotischen Abzug aus Afghanistan eine europäische Verteidigungsunion. Die Taliban haben am Montag einen afghanischen Scharfschützen, der mit britischen Spezialeinheiten zusammengearbeitet hatte, vor den Augen seiner Familie erschossen. The Times berichtet: Nicht erschossen, aber entlassen. Boris Johnson baut in Großbritannien sein Kabinett um. Außenminister Dominic Raab wurde ersetzt durch Liz Truss. Russlands Außenminister Lavrov schließt Angriffe auf Nord Stream 2 nicht aus. Der Gaspreis in Europa hat beim Handel am 15. September nach Angaben der Börse ICE Futures einen historischen Rekord gebrochen und 950 US-Dollar für 1000 Kubikmeter überstiegen. Seit Wochenbeginn nahm der Preis um 22% zu. US-Geheimdienste erwarten eine Wiederbelebung von Al-Qaida in 1 bis 2 Jahren. Die USA, Großbritannien und Australien haben einen Sicherheitspakt für den strategisch wichtigen Indo-Pazifik-Raum geschmiedet. US-Präsident Joe Biden warnte vor sich rasch entwickelnden Bedrohungen. Nach 1,5 Jahren nehmen Spanien und Katalonien, es gehört immerhin zu Spanien, ihren Dialog wieder auf. In Großbritannien nimmt die Inflation stark zu. Ein Mann gesteht die Tötung von 2 Frauen in Wien. Papst Franziskus sieht weiterhin keine Chance für Ehen homosexueller Paare in der katholischen Kirche. Die Ehe sei ein Sakrament und die Kirche habe nicht die Befugnis, dies zu ändern, sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Mittwoch auf dem Rückflug aus der Slowakei vor der Presse. Corona, 12.925 Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet, Inzidenz sinkt auf 76,3. Baden-Württemberg will eine bundesweite Testpflicht für Beschäftigte mit Außenkontakt. Gesundheitsexperten in Hongkong empfehlen, wegen des erhöhten Auftretens von Herzmuskelentzündungen nur eine Impfung mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. BioNTech wurde mit der mRNA-Technik für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Ich zitiere Hartmut König, der »Sag mir, wo du stehst« geschrieben hat, »Warten wir die Zukunft ab«. Bill Gates will nicht warten, er kritisiert die mangelhafte Corona-Bekämpfung. Bill Gates, ein Unternehmer aus den USA, meines Wissens weder Arzt noch demokratisch legitimiert durch ein Wahlergebnis. Einen Brandanschlag gab es auf ein Impfzentrum im sächsischen Vogtlandkreis. In Thüringen haben die Hersteller von FFP2 und OP-Masken ihre Produktion weitgehend eingestellt. Grund die geringe Nachfrage. Laut Maskenverband Deutschlands, was es alles gibt, ein Maskenverband, stehen in nahezu allen Werken der Bundesrepublik die Maschinen still. Die US-Notenbank FED schreibt eine Impfung für ihre Mitarbeiter vor. In Slowenien kam es zu Ausschreitungen bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Bei Moderna lässt die Schutzwirkung der Impfung nach. Gut 35 Jahre nach dem katastrophalen Reaktorunfall von Tschernobyl hat Deutschland Spezialisten in die Ukraine geschickt, um die Strahlung an der Atomruine zu messen. In Österreich wurden stark radioaktive Eierschwammerl entdeckt, das sind kleine Pilze. Berlin klimaneutral, eine neue Studie empfiehlt über 50 Maßnahmen. Die Tötung von mehr als 1400 Delfinen vor den Färöer Inseln hat für Entsetzen und Kritik gesorgt. Die Regierung der Inseln verteidigt die Jagd. Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Die UN fordert nun einen Kurswechsel, weg von Agrarsubventionen. Legt euch schon mal ein paar Dosen Frühstücksfleisch zurück.
zurück. Heute Regen im Süden, da auch Gewitter. Sonst bei vielen Wolken und etwas Sonne trocken. Einzelne Schauer im Norden. Morgen mehr Wolken im Osten. Das Wochenende freundlich, aber kühl. Machen Sie Alternative Music.